Activision hat mal wieder alles dafür getan, dass ihr in der allerletzten Sekunde nochmal um euer teuer und hart verdientes Geld gebracht werdet. Activision verarscht mal wieder jeden. Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Sonntag und eigentlich saß ich so richtig schön entspannt auf der Couch und hab gedacht, die neue Beta kommt jetzt demnächst. Das heißt, ich werde euch Montag oder Dienstag über alles darüber informieren. Jetzt schon mal vorab, ihr könnt die Alpha, die ihr auf der Festplatte, auf der PlayStation habt, runterlöschen. Die Alpha wird euch nichts bringen. Für die Beta werdet ihr einen komplett neuen Download bekommen. Und ich gehe davon aus, jeder, der es vorbestellt hat, wird so ab dem 6. ungefähr die Dateien runterladen können, sodass ihr ab dem 8. wahrscheinlich wieder eine Stunde, bevor es offiziell eigentlich losgehen sollte, loszocken könnt. Das heißt, vorab, Leute, die Alpha könnt ihr wegschmeißen. Worüber ich heute aber eher in einem kurzen Video sprechen wollte, ist die aktuell neueste Season 6 in Modern Warfare. Und ihr wisst, ich spiele kein Modern Warfare, aber sicherlich bekomme ich durchaus mit, was da passiert, welche neuen Waffen dazugekommen sind, welche neue Map dazugekommen ist und. Und habe ein Video gesehen von Marksman und eins von Dismo. Und das zeige ich euch mal. Wie ihr seht, hat Activision es mal wieder geschafft in der allerletzten Season, wo sie jetzt natürlich nochmal, bevor Black Ops Cold War richtig losgeht, natürlich nochmal richtig Geld verdienen wollen. In der neuen Season im Battle Pass ist die AS-Wahl. Und diese Waffe, wenn ihr die 10er Rounds da rein tut, seht ihr, dass ihr across the map durch alle Gebäude, durch fast alle Barrikaden und Widerstände Gegner töten könnt. Jetzt könnte man denken, ja, das war vielleicht mal wieder ein Fehler von Infinity Ward, man hat da mal wieder irgendwie falsch gepatcht oder ähnliches. Aber wer glaubt denn daran, dass man so einen Fehler macht, die Season hat ja vor Tagen schon begonnen und das Ganze bis jetzt noch nicht gefixt hat? Nein Leute, das ist keine aus Versehen, das ist nicht irgendwie passiert, das ist komplette Absicht. Und dieses Geschäftsmodell von Activision kennt man mittlerweile ja hervorragend. Denkt mal an die XMC in Black Ops 3. Das war, glaube ich, die letzte DLC-Waffe, die sie da reingebracht haben. Und die XMC war damals komplett überpowered, stärker als jede andere Waffe im Game, als MP. Und ist, obwohl sie irgendwann, sehr, sehr spät, nachdem denn jeder versucht hat, sie zu bekommen, ist sie irgendwann genervt worden und ist immer noch eine der besten Waffen im Game. Das gleiche konnten wir in verschiedenen Seasons hier erkennen, wie zum Beispiel die Grau, die über Wochen und Monate in Warzone mit Abstand die beste Waffe war. Dann kam irgendwann, 2 Wochen bevor sie genervt wurde, diese Tracer Rounds für die Grau raus. Jeder hat sich für die stärkste Waffe natürlich die Tracer Rounds geholt, die Leuchtspurmunition. Nachdem so ziemlich jeder, der es haben wollte, sich die Sachen gekauft hat, wurde die Grau relativ ins Bodenlose genervt. Und genau das gleiche haben wir so häufig in den letzten 2 Jahren gehabt. Und jetzt, meine Freunde, geht es mit dieser Waffe, mit der AS Fall oder Wahl oder VRL oder wie man sie nennen möchte, einfach weiter. Völlig überpowered, völlig neben der Spur, es hat nichts mehr mit fairem Spielen zu tun. Jeder fühlt sich natürlich jetzt wie ein Hacker, weil er durch alle Wände durchschießen kann. Und gerade mit den Snapshot-Granaten ist das absolut überpowered. Vor allen Dingen in Hardcore, aber eigentlich nicht viel weniger im normalen Core-Modus. Und ich kann nur jedem von euch raten, Leute, kauft euch nicht durch den Battle Pass durch, um die Waffe jetzt nochmal schnell zu haben. Ich garantiere euch, wartet 6-7 Tage und diese Waffe wird ins Bodenlose genervt. Dann haben aber alle den Season Pass gekauft, alle haben sich zu dieser Waffe vorgespielt. Vielleicht bringen sie auch morgen oder übermorgen noch ein paar Tracer Rounds dafür, ein paar neue neben den roten, die es schon gibt. Also wirklich Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Lasst euch nicht verarschen davon. Das ist jedes Mal dasselbe. Activision wird mit Infinity Ward jetzt noch versuchen, möglichst viel Geld aus der letzten Season zu holen. Und diese Waffe ist absoluter Bullshit. Wirklich absoluter Bullshit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen davor gewarnen, dass ihr auf den Kram reinfallt. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr einen Season Pass kaufen wollt oder gekauft habt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber kauft euch nicht im Season Pass bis zu dieser Waffe vor, es ist absolut unsinnig. Ich hoffe, euch hat die kleine Info gefallen. Bis dann.